Diese Sendung widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg, die Stadtwerke Bruck, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Stadtgemeinde Bruck, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft und der Wirtschafts- und Tourismusverband der Einkaufsregion Kapfenberg. Der Alltag hat uns wieder. Eine neue Arbeitswoche erwartet die meisten von uns. In der heutigen Sendung Mürztal aktuell machen wir einen Blick auf den morgigen Valentinstag und waren beim Musical Das Dschungelbuch der Hauptschule Kirchplatz in Bruck an der Mur dabei. Herzlich willkommen beim Mürztal aktuell am heutigen Montag, damit gleich zu den Meldungen. Viele glauben, der Valentinstag ist eine Erfindung der Blumenhändler. Schenken und beschenkt werden steht im Vordergrund. Was steckt aber wirklich hinter dem Valentinstag? Ist es der Tag der großen Umsätze für den Blumenhandel oder steckt mehr dahinter? Valentinstag, das ist seit eher schon der Tag der Liebe. Dann schenkt man einfach seinen Lieben zu Hause oder seinen lieben Menschen in der Umgebung eine Kleinigkeit, Blumen, Blumenstöckerl, was man möchte. Wenn man sich so anschaut, die Primeln, diese Farbpracht, die bereits jetzt wieder ist und das Mitte Februar, ich glaube, jeder lechzt schon wieder so in Richtung Frühjahr. Natürlich, nach dem langen Winter oder strengen Winter, den trüben Wintertagen, freut man sich auf eine Farbenpracht wie die Frühlingsblumen. Jetzt fragt man sich natürlich, mit was kann man beginnen jetzt mit dem Setzen und so weiter? Naja, wenn die Erde offen ist, kann man ohne weiteres schon die Stiefmütter einsetzen. Die vertragen ohne weiteres einen Morgenfrost. Man kann Primmerl, Ranunkeln vor die Haustür stellen, das vertragt auch etwas Kälte. Oder eben die Steckzwiebeln, man kann auch im Garten schon anfangen. Schenkt die Gabi Schacherl? Auch Blumen, eine Rose. Die Frau kriegt keine Blumen und die Tochter kriegt keine Blumen und sonst eigentlich... Schwiegermutter haben wir keine mehr. Ich halte für Weihnachten nichts, für Valentinstag. Für mich ist das ein Tag genauso wie andere. Ich muss an diesen Tagen arbeiten. Bei uns gibt es nie irgendwelche Geschenke. Ich bin froh, wenn ich meine Familie sehe, meine Enkelkinder. Wir freuen uns, wenn wir so zusammenkommen, weil die uns sind in Wien, die anderen in Tirol, die im Burgenland. Ich lasse mich nicht von den diversen Aktionen und Sachen voreinnehmen. Ich halte überhaupt nichts auf diese ganzen Sachen. Frostschäden machen das Fahren auf den steirischen Straßen derzeit zum Hürdenlauf. Im Vergleich zum Vorjahr rechnen die Straßenmeistereien mit einem enormen Schadensanstieg. In manchen Bezirken drohen Verkehrseinschränkungen. In der Obersteiermark sind die Schäden zwar bisher noch im normalen Bereich, für die kommenden Wochen werden aber witterungsbedingt enorme Schäden erwartet. Auch in der zuständigen Fachabteilung des Landes spricht man von einer fatalen Situation. Einerseits gäbe es heuer durch den verstärkten Wechsel von Frost- und Tauwetter mehr Schäden an den Fahrbahnen und auch der Winterdienst koste mehr. Andererseits würde die Budgetschraube immer weiter angezogen und damit vollflächige Straßensanierungen fast unmöglich gemacht. Es wird also einige Zeit dauern, bis die Waschrumpel auf den Straßen saniert werden kann. Skifahren, ein Sport, der sich gerade in den Semesterferien großer Beliebtheit erfreut. Richtig ausgerüstet mit Helm und Brille ein Vergnügen. Aber denken Sie daran, Brille ist nicht gleich Brille. Also ich würde mal sagen, das Wichtigste ist, dass er die richtige Sonnenbrille für sich hat, für die richtige Tätigkeit, Sportbrillen, Freizeitbrillen und die richtige Wahl der Gläser trifft. Der Bestandteil ist ja wirklich wichtig, nämlich die Gläser. Auf was muss man hier achten? Viele glauben ja, je dunkler das Glas, desto besser der Schutz. An und für sich die Dunkelheit des Glases hat mit Schutz überhaupt nichts zu tun. Wichtig ist vielmehr die Qualität der Gläser. Man kann auch einen sehr guten UV-Schutz mit relativ hellen Gläsern erzielen. Wichtig ist bei dunklen Gläsern der Blendschutz, der im Vordergrund steht, sowie Schnee, Sonne, Reflexionen. Welche Möglichkeiten haben jetzt Brillenträger, die eine Sehschwäche haben? Hat der die gleiche Möglichkeit wie jeder andere? In jedem Fall, also Brillenträger, die eine Korrektur brauchen, können wir absolut gleich versorgen als wie jeden normalen Sonnenbrillenträger. Ein wichtiger Bestandteil jetzt beim Skifahren sind auch die richtigen Helme und die richtige Skibrille. Hier muss man ja auch darauf achten, dass sie geprüft sind, dass sie den Umständen entsprechen, für die man sie benötigt. Also hier ist es so, dass
mittlerweile ein relativ sehr hoher Standard der Fall ist und die Helme und Skibrillen ein Kombinationssystem sind, wo wichtig ist, dass sie optimal abschließen. Und mittlerweile haben alle einen sehr guten UV-Schutz, der absolut ausreichend ist. Mit Musik geht bekanntlich alles leichter. Alle Jahre wieder faszinieren uns die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Kirchplatz in Bruck an der Mur mit neuen Darbietungen. Vor kurzem war es wieder einmal soweit. Seid wachsam! Die Hauptschule Kirchplatz der Stadt Bruck lud auch in diesem Jahr wieder zu einem Musical, das nach monatelanger Vorbereitung von Eltern, Interessierten und anderen Schulen im Eduard-Schwarz-Haus präsentiert wurde. Nachdem bereits in den vergangenen 2 Jahren die Stücke Robin Hood und Aladdin mit großem Erfolg aufgeführt worden waren, stand heuer das Dschungelbuch auf dem Programm. Die Idee wurde bereits vor 3 Jahren geboren, wo wir das erste Mal so ein Musical in dieser Art aufgeführt haben. Wir haben damals geplant, eine Kunst- und Musikklasse zu installieren. Und ja, es hat sich daraus einfach ein Projekt entwickelt, das wir jetzt jährlich durchführen, in Zusammenarbeit mit der Musikschule. Der Direktor der Musikschule hat sich sofort bereit erklärt, da mitzumachen und auch sein Schülerorchester da ins Rampenlicht zu bringen damit. Für uns ist es eine ganz tolle Möglichkeit, wirklich zusammenzuwachsen, viele Kinder zu integrieren, eigentlich alle Kinder zu integrieren, ihren Neigungen entsprechend zu beschäftigen. Das heißt, wir haben eine Schauspielgruppe, eine Gesangsgruppe, wir haben Akrobaten, die aus der Sportklasse kommen, wir haben Leute, die das Bühnenbild gestalten, wir haben Leute, die Requisiten basteln. Das heißt, Platz für alle, dass man da wirklich ein tolles Projekt auf die Beine stellen kann. Im Rahmen der insgesamt 3 Vorstellungen wurden die Zuseher in den indischen Dschungel geführt. Die musikalische Gestaltung entstand in Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester der Musikschule Bruck. Zu Weihnachten, in der Weihnachtsferien, habe ich die Noten von der CD adaptiert. Das heißt, ich habe heruntergehört und für unser Orchester spielbar gemacht, weil die CD war ja eher mit Elektronik bestückt. Das heißt, die ganzen Lieder waren elektronisch gespielt und ich habe es jetzt arrangiert für unser Orchester, für unser Jugendorchester. Wir sind heute mit 25 Jugendlichen und vor allem sehr kleinen Geigerinnen und Geigern hier auf der Bühne und das freut mich ganz besonders. Die Hauptrolle des Mowgli spielte Simon Holzer. Ja, es ist eigentlich recht spannend, das ist auch für Abwechslung, aber es ist auch so ziemlich witzig, also Schauspiel ist gut. Ein gelungenes Projekt wieder der musischen Abteilung der Hauptschule Kirchplatz in Bruck an der Mur. Heute war es am Morgen wieder bitterkalt bei Temperaturen zwischen minus 22 und minus 14 Grad. Auch tagsüber war es mit maximal minus 4 Grad recht frisch. In den nächsten Tagen soll es kurzfristig aber milder werden, sofern man bei Temperaturen knapp über 0 Grad von mild reden kann. Morgen ist es in der Früh wieder recht frisch bei minus 14 bis minus 8 Grad. Die Höchstwerte können aber morgen da und dort schon plus 2 Grad erreichen. Das war Mürztal aktuell für heute. Hinweisen möchte ich Sie noch auf unsere neue Homepage www.mema.tvo.at. Hier finden Sie alle Sendungen und Beiträge zum Nachsehen. Wir sehen uns morgen wieder. Wiederschauen. Diese Sendung widmet Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg, die Stadtwerke Bruck, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Stadtgemeinde Bruck, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft und der Wirtschafts- und Tourismusverband der Einkaufsregion Kapfenberg.